schlagen müsste man die Kerle. Ihre Boote in ganz kleine Stücke zerhacken. Und auf den Trümmern etwas Humoristisches singen. Da komm mal als todkranker Mann hierher, um sich ein bisschen zu erholen. Seit wann bist du todkrank? Seit heute früh. Ich habe auf dem Klo ein Inserat über Leberpillen gelesen und alle Symptome, die da angegeben waren, passen haargenau auf meinen Zustand. Der stechende Durst und besonders die Abneigung gegen jede Art von Tätigkeit. Dann musst du aber schon länger leberkrank sein. Seit frühester Kindheit. Immer wenn ich was zu trinken haben wollte, gab mein Vater mir ein paar hinter die Ohren und sagte, tu was, du fauler Lümmel. Zum Arzt hätte er mich schicken sollen. Die alten Hausmittel haben schon was für sich. Tu was, du fauler Lümmel. Lass mich doch in Ruhe. Immer ich. Was denn? Na was schon. Die Texte für Dento Blanc. Wir sind ja nicht im Urlaub hier. Also bitte. Die Fischerin vom Bodensee nahm Dento Blanc seit eh und je. Komm, mach keinen Quatsch. Wenn wir mit Dento Blanc ins Geschäft kommen, ist das eine Mordsache. Sputnik. Stör uns nicht. Komm, Herrchen muss arbeiten. Dann geht das doch schon wie... Moment. Erschlagen? Nee, nee, nee. Die lassen wir am Leben. Ich werd wahnsinnig, das ist doch mein Hase aus dem Strandhotel. So gänzlich ohne habe ich die noch gar nicht gesehen. Du, das ist wirklich ein nettes Mädchen, mit der kannst du dich auch unterhalten. Na, über was du dich schon mit deinen Hasen unterhältst. Für dich habe ich übrigens auch eine gebucht. Na, du, wirklich, ich habe schon Zeit. Bin froh, dass ich Juliska los bin. Was die mich in den letzten Wochen gequält hat mit ihren Launen, ihrer Dummheit, will nicht sehen als Himmel, Wasser, Ruhe. Du, das gibt es nicht. Ihr Schlachtschiff. Jetzt ist es aus mit meiner Ruhe. Und mit deiner Schonzeit, Sense. Jawohl, Madame, das ganze Gepäck. Und auch die Golfschläger, jawohl. Danke. Warum bist du mir ausgerissen, du Hund? Du ganz schlechter. Schau mal, ausgerissen ist doch nicht der richtige Ausdruck, Kind. Sieh mal, ich hatte einen eiligen Auftrag und... Außerdem wollte ich mich mal ausruhen. Von mir? Bin ich so anstrengend? Nein, ich meine, das ist mir geistig, Kind. Aber doch, nun hast du dich genug ausgeruht, ja? Mein Lieber, wo kennst du dich? Sitz nicht so tatenlos herum, Mutzika. Ich bin verrückt nach dir. Ja, was weiß ich ja, Kind. Oh, sieh mal. Herein! Hallo? Soll ich die Koffer auspacken? Ja, zuerst den Kleinen im Badezimmer. Ja. Willst du jetzt hier im Hotel wohnen? Kommt doch überhaupt nicht in Frage. Bin doch drüben in der Seerose sehr gut untergebracht. Und hast da eine andere Frau? Aber ich bitte dich, Juliska, jetzt fang doch nicht schon wieder an. Aber hör auf. Wenn du mich betrügst, kannst du das erleben und sie auch. Ich will wissen, wer es ist. Aber Stubenmädchen. Das Stubenmädchen? Nein. Ich habe nicht gesagt, dass mir das Stubenmädchen gefällt. Ich habe gesagt, dass ich so schreien wegen des Stubenmädchens. Ja. Ich habe dich falsch verstanden, ja, Mutzika. Ja. Ich bin so temperamentvoll. Schimpf nicht mit mir. Nein. Und nun zieh dich um. Wie kannst du in so scheußlichen Hosen herumlaufen? Dann werden wir zusammen essen. Irgendwo anders. Am Abend werden wir ein bisschen in das Spielcasino gehen. Und dann tanzen. Und dann... Mach alles, was du willst, Juliska. Aber ich werde jedenfalls ins Bett gehen. Ich bin nämlich zur Erholung hier. Ich doch auch, Mutzikam. Ja, aber für mich, Mutzikam, besteht Erholung nicht in dämlichen Partys und so weiter, sondern ich will der Länge nach im Gras liegen, lesen, schwimmen und angeln. Angeln. Ja, ja. Wie bitte? Ich hab ja, ja gesagt. Ist doch schön, wenn man so weit weg ist von den Leuten, hä? Sind Sie auch gern allein? Hä? Sind Sie auch gern allein? Eben. Also, das verstehe ich nicht. Jetzt bin ich schon ein paar Stunden hier und habe erst diesen einen müden Fisch gefangen. Dabei habe ich ein ganz modernes Angelgerät. Es muss doch in diesem Teich ein paar Fische geben, die so ein Angelgerät zu schätzen wissen. Ich will Ihnen was sagen. Sie dürfen nicht so Norddeutsch sprechen. Dann werden die Fische scheu. Ha, das sind Ferien. See, Berge, auf die man nicht hinauf muss. Ich bin aber verheiratet. Oje, na, da kann man nichts machen. Meine Frau hat keinen Sinn dafür. Die spielt den ganzen Tag Bridge und gibt an. Und meine Tochter rast auf dem See herum oder spielt Tennis. Und das ärgert Sie, hä? Na, und wie? Schmeißen Sie sie ins Wasser. Ihre Sorgen, nicht Ihre Tochter. Das ist mir immer noch lieber, als wenn sie sich mit jungen Männern herumtreibt.
fabelhaft. Was heißt hier fabelhaft? Sie sind aber ganz schön frech. Tja, es tut mir leid. Wie heißen Sie eigentlich? Sie werden furchtbar lachen. Ich heiße Jérôme. Nach einem französischen Ahnherrn. Er war Obergefreiter in der Besatzungsarmee. Unter Napoleon wohlgemerkt. Aber meine Freunde sagen Jo zu mir. Und Ihre Freundinnen? Und meine Freundinnen. Und sowas wie Sie, das ist einfach Grit. Hm? Und jetzt wollen Sie mich wohl wieder küssen. Hm? Tja, so war das eigentlich geplant. Fabelhaft. Donnerwetter, ich komme gleich mal wieder. Wollen wir heute Abend ein bisschen segeln gehen? Wahnsinnig gerne, aber mein Vater ist in dieser Beziehung ein bisschen komisch. Er meint, jedermann will immer was von mir. Also, wo er recht hat, hat er recht. Das wollte ich eigentlich auch. Dazu gehören aber immer zwei. Klar. Allein segeln kann man auch nicht. Was ist denn, wenn Sie einfach auf den Tisch hauen und sagen, ich bin über 15 und heute Abend gehe ich segeln? Mit einem Bild von einem Mann. Ritilein! Grit! Ritilein! Das ist meine Mutter. Ich muss jetzt weg. Ich glaube, ich hau's das nächste Mal auf den Tisch. Wir sehen uns heute Abend im Bad. Ciao! Donnerwetter. Wo steckst du bloß, Liebling? Mach dich gleich fertig. Wir fahren zum Tee nach Schloss Rottenburg. Ich suche inzwischen Vater. Du, wie ich Papa kenne, wird er lieber angeln. Sieh, da ist ein dicker Brocken. Georg! Georg! Es ist gleich halb. Wir werden um 5 erwartet. Komm! Ja, und der Fisch ist weg. Also papp deinen Kram zusammen. Ich will aber nicht auf das blöde Schloss. Ich mache Ferien. Ein Geschäftsmann muss immer Kontakte pflegen. Ach was, Kontakte mitten in Ferien? Im Wirtschaftswunder gibt es keine Ferien. Und sag bitte auf dem Schloss nicht immer Lotte zu mir. Ich heiße Carlotta. Jawohl, Lottchen, ja. Was ist denn da drin? Mein schöner Fisch. Jetzt ertrinkt er. Ach, mach dich doch nicht lächerlich. Wenn du Fisch essen willst, gehst du ins Restaurant. Also komm schon, komm. Auf Wiedersehen. Endlich allein. Harry! Ja? Telefon München. Dein Freund Joe. Elegant wie immer. Ein Anruf für dich. Gott, zum Gruß, schöne Frau. Wie nett, Sie mal wiederzusehen. Die Firma Pollinger & Co. ist aber sehr du wichtig. Siehst doch, ich kann jetzt nicht. Aber ich bitte dich, tu mir doch den Gefallen. Also bitte. Entschuldige, Liebling. Aber nicht länger als 5 Minuten. Dafür kann er leider nicht garantieren. Kundendienst geht vor Minnedienst. Das ist der nette junge Mann aus dem Bad. Wir wollen heute Abend segeln gehen. Ach, segeln, wenn ich das schon höre, segeln. Das kommt nicht in Frage, dass du mit diesem Seehund in den Wind stichst. Was? Mit diesem Windhund in den See stichst. Aber du kennst ihn doch gar nicht. Ja, aber ich weiß, was die Burschen wollen. Die du wollen. Nicht so. Du hast ja früher selbst gesegelt. Ah ja, das habe ich ganz vergessen. Ja, eben. Na, wie habe ich das gemacht? Auf die Sekunde genau berechnet. Mhm, bis zum nächsten Mal. Diese Frau treibt mich noch in die Fremdenlegion. Die versteht einfach nicht, dass es aus ist zwischen uns. Versteht sie nicht. Was? Versteht sie nicht. Na, das sage ich ja die ganze Zeit. Aber ihr hast es wahrscheinlich nicht deutlich genug gesagt. Aber was Juliska nicht verstehen will, das versteht sie eben nicht. Du regt ihn nicht auf, Harry. Wir werden schon eine Gelegenheit finden, uns in die Büsche zu schlagen. Aber der Busch ist doch noch nicht gewachsen, wo die ja nicht aufspürt. Ein Schiff müsste man haben. Da könnte man sich auf dem Wasser verstecken. Könnte man anlegen, wo man will. Oder sogar im Schilf ankern. Am Rücken liegen, Flasche Bier, träumen. Das Boot müsste eine kleine Kajüte haben, wo man ungestört arbeiten kann. Eine Couch und einen Eiskasten. Aber sowas macht man ja leider nie. Tja, warum eigentlich nicht? Hm? Tja, meine Herren, nun müssen Sie sich entscheiden, ob Sie die Lore wollen. Oder hier, die Marianne. Ich glaube, wir nehmen die Marianne. Die ist auch billiger. Am liebsten hätte ich allerdings eine alte Marinebankkasse gehabt. Mann, waren Sie bei der Marine? Das kann man wohl sagen. Ja, dann kommen wir ja klar, nicht? Oh, sieh mal den Lütten da.
Also, meine Herren, wir sind uns einig. Ich mache Ihnen bis morgen Abend das Boot Segler und Sie geben mir heute Abend drüben im blauen Hecht einen hübschen kleinen Scheck. Gut, und dabei nehmen wir noch einen kleinen zur Brust. Oh, so klein braucht ihr gar nicht zu sein. Oh. Der scheint aber nicht viel für die Seefahrt übrig zu haben. Für alle Fälle haben wir auch noch einen Mastbaum an Bord. Oh, Mann. Danke. Ich bin bloß gespannt. Was? Wie du dich bei deiner Jule aus der Affäre ziehst. Ich? Du wirst mich ziehen. Sie halten uns Großstädter wohl alle für Sonntagsangler, ja. Was? Na ja, also den einen mehr, den anderen weniger. Oh, da hoffe ich aber, ich bin der andere. Herr Wirt, ja? Zwei Schoppenwein, ja, bitte noch. Hier ist der Kaufvertrag. Ja, danke, Herr Mehlmann. Und hier ist der Scheck, bitte. Danke. Aber du machst ein Gesicht, als ob du noch nie ein Schiff gekauft hättest. Na ja, das kostet ja auch immerhin 1000 Mark, ne? Wenn Sie das Boot wieder verkaufen, kriegen Sie fast das gleiche Geld zurück. Also bitte, haben wir den ganzen Spaß für umsonst. Meine Werft kennen Sie ja nun. Wenn Sie mal eine Reparatur haben sollten. Was denn? Schon? Sie machen mir aber Spaß. Was meinen Sie, was ich bei meiner Frau für Tricks anwenden muss, damit ich hier meine Ruhe ein Glas Bier trinken kann? Ja. Lerne leiden, ohne zu klagen. Ja, ja, ja. Sagen Sie, wie ist das eigentlich? Kann man mit so einem Schiff auch rückwärts fahren? Oder? Natürlich kannst du damit rückwärts fahren. Hat auch Wände getrieben. Oh, keine Ahnung. Oh. Entschuldigung, meine Herren. Entschuldigen Sie. Wie groß ist denn eigentlich Ihr Dampfer? Bitte sehr. Ja, Dampfer. 3 Tonnen. 3 Tonnen? Aber es sind ja nur 2. Könnte ich mich da nicht an einer Tonne beteiligen? Entschuldigen Sie, Nolte, ich heiße Nolte, ich habe eben Ihr Gespräch belauscht und die haben ein Schiff gekauft vor dem sympathischen Herrn da, ja? Ja. Ja. Nee, also es war immer schon mein Traum von Kindheit an, einmal so Mutterseelen allein auf hoher See. Tja, Harry, was sagst du dazu? Nee, du weißt ja, was wir eigentlich vorhaben. Ne? Also die Sache ist so, wir machen diese Fahrt nicht nur zu unserem Vergnügen, wir müssen leider auch etwas dabei arbeiten. Naja, nur Sie arbeiten, ich vergnüge mich. Ich koche. Ich koche nämlich. Ach, Sie sind Koch? Ja, ich bin Kunstkoch. Kunsthändler, aber ich koche zu meinem Vergnügen. Und ich koche auch zu Ihrem. Sie, ich sitze in der Kombüse, putze Gemüse. Dichten kann er auch, du. Na, Dento Blank. Nee, ich werde Sie gar nicht stören, nicht? Sie arbeiten und ich sitze unten und koche so vor mich hin. Das hat es doch noch nie gegeben. 3 Mann in einem Boot. Na, sagen Sie das nicht. Es gibt doch ein berühmtes Buch. Ja, natürlich. Sogar ein ganz berühmtes Buch. 3 Mann in einem Boot. Vom Hunde ganz zu schweigen. Ja. Hey. Oh. Gut, Nick. Was? Ein Hund ist auch da? Na, das wird ja eine Sache für einen alten Seemann. Was denn, alten Seemann? Ja, ich bin auf dem Panzerkreuzer gewesen. Mann, ich hab Sie für einen Süßwassersäugling gehalten. Da seid ihr ja eine komplette Besatzung an Bord. Also gut, ja. Einverstanden, Herr Nolte. Ja, ja, ja. Prost. Prost. Also, Herr Nolte, abgemacht. Ja. Wenn wir schon so sind, dann wollen wir auch so sein, nicht wahr? Ich bin der Älteste der Besatzung und ich heiße, mit Verlaub, Georg. Also gut, ich heiße Harry und der heißt Jo. Jo. Den da nennst du Sputnik. Rufen kannst du aber, kommen tut er nicht. So ein Hund. Und was ist mit deiner Frau? Hm? Lässt sie dich so einfach von alleine? Na, natürlich nicht, nicht. Aber wenn ich ihr das lange erklären soll, ist überhaupt nichts zu machen. Frauen muss man vor vollendete Tatsachen stellen. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Na, morgen besorgen wir uns alles, was wir brauchen. Verstauen ist an Bord und morgen Abend verschwinden wir still und heimlich mit Rückenwind. Ahoi. Ahoi. Ja, immer rein mit dem Zeug. Komm, Jo. Na los, mal ein bisschen Beeilung. So, da sind erstmal Decken und Bettzeug. Ja, ja, alles wieder rum. Sie haben das auch schon da? Ja. Da kommt gleich noch mehr davon. Halt doch mal. Sieh mal hier, gib mir so. Ich bring den ganzen Krempel schon in Ordnung. Wollen Sie dahin? Hallo, mit dem vielen Presse wahrscheinlich nach Amerika. Vorsicht, Mensch, mach den Last. Das ist ein bisschen eng hier. Doch, wir haben alles zusammen jetzt, Harry. Los, Gewehr. Bist du klargekommen mit deinem Motor? Ja, schon, klar. Das ist alles. Dankeschön, Chef. Augenblick. Vielen Dank auch. Ach, das ist doch jetzt noch wirklich... Aua! Jo, komm her, hilf doch. Alles durcheinander, hilf doch mal. Lass mich das mal machen. Da muss ein bisschen System reingebracht werden in die ganze Geschichte. Oh, Salzverstreuen bringt Ärger. Das ist Zucker. Ja, nun, dann ist gut. Dann machst du mal einen Papierkorb oder... Ja, ja, also, hier, oder ja. Nimm diesen so lange hier. So, so das wäre erstmal das. Ich hole die Töpfe. Ja. Er hat dann schon wieder Gurken, die Torte gestellt. Hm.
Puh. Du, Jo, pass mal auf. Ich habe... Jo, halt mich! Jo, furchtbar. Was ist denn da los? Was ist das für eine Schweinerei? Das war Torte. Oh, das war keine Torte, das war eine Tortur, war das. Das ist doch schrecklich so. Wir müssen jetzt wirklich mal etwas System in die Sache rein. Janne, dann fang doch schon an mit deinem System. So, hier wäre der Tortenheber. Du hättest die Torte auch woanders hinwerfen können. Ich weiß nicht, wie es ist, warum das Ding Tortenheber heißt. Aber nun müssen wir wirklich mal etwas Ordnung hier reinbringen. Das war mir auch nicht an der Wiege gesungen, dass ich noch mal eine Torte vom Boden werde zusammenkratzen müssen. Und die derblichen Sachen, die packen wir aufs Eis. Und die Eier sind ja wenigstens heil geblieben. Da habt ihr mein Bier gesehen? Ah ja. Nehmen wir. So. Komm, lass die Torte den Weg allen Fleisches gehen. Eine schöne Torte. Ja, ich sag dir, sowas passiert ist aber nie normal. Tu mir einen Gefallen und wirf sie weg. Die Pfanne? Von mir ist auch die Pfanne. Ach ja. Nee. Wo ist denn der Käse geblieben? Was ist denn Käse? Na, der Weißkäse, den ich da eben hingelegt habe. Ich vielleicht hat er Füßchen bekommen und ist weggelaufen. Da ist er ja. Wer? Da. Was? Ich sehe nichts. Muss dich schneller drehen, Papi. Ja? Ach, du kriegst den Käse schon wieder hin. Also jetzt werde ich mal die Sache in die Hand nehmen. Oh, fein, du mal. Sei so gut. Zunächst packt mal alle Matratzen übereinander auf die eine Koje. Bitte sehr. Jetzt die Bierkiste in den Lokus, die Töpfe an die Haken an der Decke, damit ein bisschen Platz wird. Sehr vernünftig. Er hat recht, sehr vernünftig. Und das Fleisch tust du in den Eiskasten. Jawohl, Herr Kapitän. Na also. Alles muss man selber machen. So. Den Fußboden hätten wir einigermaßen freigekämpft. Dafür ist kein Platz mehr in den Betten. Das Einzige, was ich nicht wiedergefunden habe, ist das Fleisch für die Schnitzel. Dreh dich doch mal um. Wie das? Nichts, dann weiß ich eigentlich auch nicht. So, ich hau mich jetzt in die Koje und lese. Und ihr beiden trennt euch inzwischen diskret von euren Lieben. Ach, warum soll ich denn meiner Lotte den Abend verderben? Ich schicke die beiden Damen ins Theater, nicht wahr? Und erkläre ihnen nachher telefonisch alles. Und du? Und du nimmst inzwischen tränenreichen Abschied von deinem Hasen, nicht? Hoffentlich kann ich sie von ihrem Rudel weglocken. Warte nur, unterwegs erzähle ich dir ein paar Tricks, auf die der Trottel von Vater bestimmt reinfallen wird. Ich meine, wenn der so pinselig ist, verdient das ja nicht besser, nicht? Also. Also, tschüss. Mach mal lauter. Mhm. Heute ist ein Tag so wunderschön. Blieb doch die Zeit für uns jetzt stehen. Denn dieses Glück darf niemals vergehen. Heute ist ein Tag so wunderschön. Ich hab dich gesucht und hab dich gefunden. Und ich bin jetzt endlich bei dir. Du bringst mir nur Glück. Du verschönst uns die Stunden. Ich lieb dich von Herzen dafür. Heute ist dein Tag so wunderschön. Blieb doch die Zeit für uns jetzt stehen, denn dieses Glück darf niemals vergehen. Heute ist ein Tag so wunderschön. Komm, lass den Quatsch, sonst fahr ich gegen den Baum. Und heute Abend gehen wir aus, hm? Machen wir, aber heute Abend geht das leider nicht. Warum nicht? Weißt du, wir müssen verschwinden. Wer? Harry und ich. Wieso? Habt ihr was angestellt? Oh, ich doch niemals. Was? Weißt du, es handelt sich vielmehr um Harry. Der Arme wird seit einiger Zeit von einer jüngeren Dame verfolgt, deren Anforderungen ja nicht mehr gewachsen sein möchte, wenn ich mich mal so ausdrücken darf.
Wieso? Was will sie denn von ihm? Denk doch mal nach. Und wohin wollt ihr verschwinden? Und nicht weit von hier. Wir bleiben hier auf dem See. Wir haben uns ein Boot gekauft. Ich weiß auch schon, wo wir uns treffen können. Am besten, du besuchst uns mal auf dem Boot. Marianne heißt es und die anderen sind furchtbar nette Kerle. Wer ist denn dann noch? Da ist Harry und ein vergnügter alter Knabe, der für alles sicherlich sehr viel Verständnis hat. Aha. Und was sage ich Papa? Das weiß ich im Moment noch nicht. Aber dieser besagte alte Knabe hat mir ein paar wunderbare Tricks verraten. Was denn? Was denn mit dem Motor los? Fahr doch mal rechts ran. Komm, halt mal. Ach, um Gottes Willen, was ist denn? Das war zum Beispiel ein Trick von ihm. Ahoi! Leicht und doch eine Schier habe ich mich vom Muttern abgesetzt. Ja. Halt und nicht abfahren. Los, ich komm rein. Komm, 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 so, also all people an Bord. Voll Dampf voraus. Jo, nein, los. Abfahren. Und unser Frauen gegenüber. Kein Wort. Jawohl. Ehrensache. Ahoi. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Damit gebracht. Ehre, wem Ehre gebührt, unserem Chef. Donnerwetter. Danke. Ja, und hier habe ich noch eine. Für wen ist die wohl? Für mich? Nee, für mich. Für dich habe ich auch was. Ja. Für Leichtmatrosen ist ja so eine Mütze zu schwer, nicht? Ja, war gut. Ja. Ah, die würde ich aber auch gut kleiden hier. Bitte, bitte. Mamas Liebling. Marianne hatten sie nicht. Die kriegt wohl besser Sputnik. So. Oh. Ich nehme lieber diese. Die habe ich hier gefunden. Ja, die ist prima. Hallo? Sagen Sie, Herr Pontier, ist bestimmt kein Anruf für mich gekommen. Oder ein Telegramm von einem Herrn Berg. Dann verbinden Sie mich bitte mit dieser Pension Seerose. Die werden schon schlafen, dann werden Sie sie wecken. Hallo? Ist Herr Berg noch immer nicht aus München zurück? Dann geben Sie mir Herrn Sommer. Und wenn er schläft, dann wecken Sie ihn. Er ist abgereist? Sie sind beide abgereist? So, mein Schuft. Ich werde ihn kratzen, beißen. Ich bringe ihn um. Da! Das ist genau das, was wir alle mal brauchen. Wecken. Nur der Sternenhimmel über uns, rauschendes Schilf, Wasser, Pavillon. Alle Probleme sind weit weg. Ein schönes, kaltes Bier. Und leider einen hoffnungslosen Banausen als Bootsgenossen. Hoffnungsloser Banauser hat das Ganze wirklich von Papi nicht behauptet. Habe ich von ihm auch nicht behauptet. Mhm. So, bitte Platz nehmen zum Abendessen. Klar, bei Messer und Gabel. Bitte sehr. Bitte sehr. Das ist Schaschlik, aller Nolte. Nicht? Das Fleisch war eigentlich für den Hund bestimmt. Aber ich koche so gerne. Na, wie schmeckt's euch? Naja, wer Salz gerne mag. Also, wenn ich eine Frau wäre, würde ich sagen, du bist ziemlich verliebt, Patty. Oh. Aber in jedem Fall macht es durstig. Ja, eben drum. Prost. Prost. Prost, Prost. Prost. Na, hast du deine Hasen zu fassen gekriegt? Soweit er sich fassen lässt, ja. Ihr Alter hat sich allerdings ziemlich dämlich mit dir. Abschießen, den Alten, abschießen. Jedenfalls werde ich sie demnächst mal vorführen. Vorführen? Verführen? Nee, Kinder, bloß keine Weiber an Bord. Bin froh, dass ich meine gerade los bin. Wir sind drei Mann, ein Hund und wollen unsere Ruhe haben. Ja, ja. Hör mal, Papi. Können wir nicht doch ein bisschen noch was anderes kochen? Ja, ist nicht besonders, was? Ich habe jetzt einen Vorschlag. Hä? Ich mache ein Omelett nach Art des Kapitäns. Und wer kriegt das? Das knobeln wir aus. Ja, und wer verliert, muss es essen. Ah, komm, komm. Wart's ab, du wirst dich wundern, du. Na, was kommt denn in ein Omelett alles rein? Auf alle Fälle eine ordentliche Portion Rum. Und dann pro Besatzungsmitglied Freiheit. Und wie viel Mann sind wir?
drei Mann in einem Boot, ne? Die fest zusammenhalten, gut, drei Mann in einem Boot. Die bleiben stets die Alten. Wir gehören doch zusammen wie die Wellen und der Wind. Und wir treiben wie die Wolken und wir bleiben wie wir sind. Ob in Freude oder Not. Wir drei Mann in einem Boot. Alle, wir drei Mann in einem Boot. Vom Bodensee nach Amsterdam soll unsere Reise gehen. Wir machen nicht erst viel Tamtam. Die Welt ist rund und schön. Doch wenn wir ohne Sorgen sind, dann ist der Himmel blau. Uns küsst zum Abschied nur der Wind. Es geht auch ohne Frau. Au. Drei Mann in einem Boot, schnibbelibib, die fest zusammenhalten. Drei Mann in einem Boot, stichelingbib, die bleiben stets die Alten. Wir gehören doch zusammen wie die Wellen und der Wind. Und wir treiben wie die Wolken und wir bleiben wie wir sind. Ob mit Freude oder Not. Na, wir drei Mann in einem Boot. Wir drei Mann in einem Boot. Hey, hey, wenn ihr den ganzen Grund aufwühlt, da werdet ihr nicht viel Wasser scheu. Ja, glauben Sie, wir machen das zur Gaudi? Da hat so eine Spinne die Preisin eine Vermisstenmeldung abgegeben. Wegen ihrem verschwundenen Alten, einem gewissen Georg Nolte. Ah, ich glaub, den kenn ich. Hat er nicht einen Gipskopf und eine Brille, ja? Und so ein Hüdle, wie es der Adenauer im Urlaub hat. Wenn er in Katabadenia, ja? Wenn er Boccaccio spielt, ja? Vielleicht ist es der. Ja, warum? Ja, dann frag doch mal den Mehlmann bei dem Bootsbauer nach dem. Das ist eine fahrlässige Irreführung der Behörden, meine Dame. Sie erzählen uns da was von vermisst. Satt hat es gehabt, das war alles. Aber woher wissen Sie denn das? Ja, dafür sind wir ja die Polizei. Ja, aber ja, wo ist er denn? Ich bin nicht verpflichtet, Ihnen darüber Auskunft zu geben. Aber vielleicht schauen Sie sich selbst mal um draußen auf dem See. Ist er etwa mit der Marianne gefahren? Marianne? Wer ist denn das? Auf die brauchst du nicht eifersüchtig zu sein, Mami. Das ist eine Marinebarkasse und gehört meinem Flirt Joe und seinem Freund Harry. Lass doch Papa in Gottes Namen ein paar Tage Indianer spielen. Männer wollen auch mal unter sich sein. Unter sich sein? Dafür ist der Vatertag da. Nach dem Indianer werde ich ein paar Federn an den Hut stecken. Da lachen Sie noch? Das ist doch unverantwortlich. Er hätte mir doch wenigstens... Sagen Sie eben Harry. Nein, nennen Sie Harry Berg. Ob er Berg heißt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er vor einer Verrückten ausreißen wollte. Das bin ich. Aber er soll sich nicht einbilden, dass er sowas kann machen mit mir. Kommen Sie, die kriegen wir. Ja. Weiß wie auf dem See die Schwäne, mach dento blank dir deine Zähne. Na komm, mach einen besseren. Sind deine Zähne auch verschieden? Mit dento blank sind sie zufrieden. Oh. Ahoi. Ahoi. Gar süß und tief der Seemann pennt, ist er von seiner Frau getrennt. Hm? Du, das wird immer besser. Ja, war doch gar nicht so schlecht. Komm, Papi, mach Kaffee. Sag mal, könnten wir nicht vielleicht unterwegs mal anlegen? Ich möchte meine Frau anrufen, dass ich nicht solche Sorgen mache. Ne? Sie reden viel zu viel, junger Mann. Ich habe Bootsrennen gefahren. Los! Mir steht doch St. Gallus dran. Das ist eine ganz plumpe Tarnung. Ich kenne doch Harry. So, bitte. Hoppla. Danke. Oh, Verzeihung. Das war ein falscher Irrtum. So, bitte schön, vorsichtig. Immer Danke. Schön langsam. Vielen Dank. Das ist wieder so schnell! Ah! Ach, guten Tag, Wilhelm Tell. Sind wir hier richtig? Sie ist halt die berühmte Marianne vor Wasser. Ja, ich wusste gar nicht, dass wir so berühmt sind. Das kann man wohl sagen. Alle Behörden rings um der See sind wegen Ihnen alarmiert worden. Ha!
Sehen Sie, Kinder, was habe ich gesagt? Ich muss telefonieren. Wo kann man das? Da links ist Hüsli. Nee, ich muss wirklich telefonieren. Ah, da hinten ist Posta. Ah, Moment. Nur nicht nervös werden, Papi. Wir sind auf neutralem Boden. Darf ich? Danke, wie im Dienst. Ja, Lottchen, was ist denn schon dabei, wenn ich auf den See hinausfahre und mit ein paar Freunden ein bisschen Urlaub machen? Natürlich hätte ich dir vorher sagen können, aber es hat doch jetzt keinen Sinn, den Brunnen zuzuschütten, wenn das Kind verbrannt ist. Was für ein Brunnen? Das ganze Ufer habe ich absuchen lassen, weil ich dachte, du wärst versoffen. Wird wohl auch stimmen. Ach, halt den Mund, ich kenne dich. Das ganze Hotel lacht über dich, über mich. Na sollen sie doch, ich mache jetzt Ferien von der Ehe. Vielleicht komme ich gelegentlich mal bei euch vorbei, ne? Meinetwegen brauchst du überhaupt nicht wiederzukommen. Wir amüsieren uns auch ohne dich. Aber um Himmels Willen, Mami, das ist ja ein Jagdschein. Du benimmst dich wie die Axt im Walde. Apropos Axt, morgen Abend kommt Graf und Gräfin Axthausen. Da verlange ich von dir, dass du wieder da bist. Das ist ein lebenswichtiger Kontakt. Hast du gehört? Hallo? Hallo? Er hat abgehängt. Na? Bei dem Lottchen habe ich aber die Meinung gesagt. Ich kann bleiben, solange ich will. Neuwetter, hast du das wirklich gesagt? Ja, so in der Art. Du hast ihr doch nicht gesagt, wo wir sind. Ich bin noch nicht hier. Aber ich muss Meldung machen, dass sie eingelaufen sind. Aber wenn die Juliska das erfährt, ist sie in einer Stunde mit dem Schnellboot hier. Ja, ich könnte vielleicht mit der Meldung um ein, zwei Stunden verzögern, damit sie ein bisschen Vorsprung haben. Merci vielmal. Schönen Dank auch, Chef. Salut. Vielen Dank. Verschwinden, nicht? Kann man nicht irgendeinen Zufluss rauf oder den Rhein runterfahren? Was? Was wird aus meinem Hasen? Na nun, hör mal endlich auf mit deiner Balzerei. Wir haben schließlich Ruhe nötig. Wir haben Auftrag übernommen. Mir ist es schnurzegal, wo wir rumgondeln. Aber ich muss in 14 Tagen in Amsterdam sein. Amsterdam? Was willst du denn in Amsterdam? Bilder kaufen. Noir. Ich bin doch Kunsthändler. Das ist doch großartig. Da bringen wir dich hin. Was? Den ganzen Rhein runter? Eine hübsche kleine Reise. Kommt mit der Zeit genau aus. Und mein Hase ist inzwischen abgereist. Oh, den Rhein entlang und in Holland gibt's ja so viel Hasen, Kaninchen. Sind vielleicht nicht ganz so munter, aber dafür haben sie andere Vorzüge. Also, lieber Wachtmeister, bitte erzählen Sie mir jetzt mal genau, was Sie wissen, ja? Die Schweizer Polizei hat eine Meldung durchgegeben, dass die Marianne gegen Mittag drüben in Romanshorn eingelaufen ist. Los, wir fahren rüber. Nein, jetzt nicht, jetzt weine ich. Eins kann ich nur. Außerdem bin ich noch ganz ramdösig von der Fahrerei heute Morgen. Außerdem sind die längst wieder ausgelaufen. Dann werden wir sie suchen. Also, was willst du eigentlich, Mama? Am Telefon hast du Papa gesagt, von dir es braucht er überhaupt nicht wiederzukommen. Und nun willst du hinter ihm her wie die Feuerwehr. Ach ja, dann macht er sonst auch immer das Gegenteil von dem, was ich sage, nicht? Auf jeden Fall. Man muss den Männern zeigen, wer der Herr im Hause ist. Ja. Dazu ist morgen auch noch Zeit. Ja, eben. Unser See ist zwar groß, aber immerhin ein gefährliches Binnengewässer. Den Rheinfall können die Herren nicht gut runterfahren. Für den Schiffer ist der Kahn, ist Dento Blank für deinen Zahn. Sehr gut, sehr gut. Sag mal, was steuerst du da zusammen? Kannst du keinen Kurs halten? Ich steuere überhaupt nicht, das macht die Marianne ganz von allein. Nee, da braucht er. Die Strömung ist ja so stark. Komm mal mit Benzin sparen. So. Halten, können nicht alle Landfahrer, sehr gut, das ist das gefährliche Stab. Thank you.
mal, die Schweizer hätten was gegen uns. Guck mal, wie sie winken. Grüezi! Hallo! Oh, die Brücke ist aber verdammt niedrig. Ich bin froh, dass sie liegt. Ein Reinfall geworden, wenn sie uns nicht rausgeholt hätten. Und sowas spielt ihr Steuermann. Du bist ein marinierter Blindgänger. Aber angeben mit einem Panzerkreuzer. Ich habe nie gesagt, dass ich auf einem Panzerkreuzer gefahren bin. Ich habe einen besichtigt. Ja, wenn Sie stromabwärts wollen, müssen Sie zurückfahren. Das Boot mit der Eisenbahn verladen. Und im Übrigen kriege ich 50 Franken Abschleppgebühren. Er bezahlt. Bitte. Merci vielmals. Steuermann Georg. Herr Kapitän. Ich degradiere dich hiermit zum Leichtmatrosen. Leichtmatrose Jo. Ich ernenne dich hiermit zum Steuermann. Jawohl. Hey, Straße, Herr Isseltag. So, natürlich. Vor, vorgebe ziehen. Das wäre richtig. Das ist eine gute Idee. Nach links. Abela, langsam, langsam. Langsam, noch Abela. So, jetzt kommt. Fertig. So, halbe Kasse aus. Dafür, dass du uns beinahe einen Reinfall runtergekippt hast, bist du schon wieder ganz schön Käse. Oh. Der Hund? Da, da ist er, hier. Los, gib her. Komm, Sprudel. So. Oh, komm her. Hallo. Hallo. Bitte schön, ist heute Vormittag Motorbarkasse nach Basel verladen worden oder ist sie avisiert für Verladung? Da fährt sie. Oh, was? Ich lach mich tot. Geben Sie es doch auf. Halten Sie sofort den Zug an. Meiner Busenfreundin, oh Verzeihung, meiner Busenfreundin zuliebe müssen Sie das tun. Haben Sie irgendeinen Eigentumsanspruch an das Boot? An Boot nicht, aber an Männer, was drin sitzen. Stellen Sie nicht so blöde Fragen, tun Sie endlich was. Wegen Ihrer Sinnenlust wird die Schweiz ihre Einfuhrvorschriften noch lange nicht ändern. Wissen Sie überhaupt, was Sinnenlust ist? Sie komischer Zinssoldat. Und so etwas steht an der Grenze, mitten in Europa. Und zwar unerschütterlich, Madame. Darf ich einmal Ihren Pass sehen? Bitte. Wie ist Ihr Name? Hedrin. Wie ist Ihr Alter? Steht auch drin. Hat drin gestanden, Madame. Aber es ist daran radiert worden. Radiert?
Außerdem ist der Pass abgelaufen. Begleiten Sie mich doch einmal auf das Kommissariat. Was macht sie? Sie liegt im Wasser und sonstig. Schönen Gruß an dich, sie wartet auf deinen Ring. Wir haben schon ganz andere drauf gewartet. Hört mal im Vertrauen. Ich bin seit heute verliebt in eine wunderschöne Frau, die es leider nur einmal gibt. Sie lässt mich angeln, wann ich will, bleibt immer bescheiden und still. Marianne, das Leben könnte schöner sein, wenn alle so wären wie du. Ach, Marianne, die Welt wäre voll Sonnenschein und wir hätten endlich mal Ruhe. Du hast mich ganz verzaubert, seitdem ich dich gesehen. Dein edler Rumpf aus Holz und Stahl, den finde ich wunderschön. Du wiegst mich sanft bei Tag und Nacht, wie's keine vor dir je gemacht. Marianne, das Leben könnte schöner sein, wenn alle so wären wie du. Ach, Marianne, die Welt wär voll Sonnenschein und wir hätten endlich mal Ruh. Und schlägt dein Herz auch anders als bei den meisten Frauen? Du lässt dich führen bei Sturm und Wind und du hast zu mir Vertrauen. Du reagierst auf jeden Griff, doch leider bist du nur ein Schiff. Marianne, du hast es uns angetan, weil keine bisher war wie du. Ach, Marianne, und bist du auch nur ein Kahn, du schenkst uns viel Freude und Ruhm. Na bitte, prima. Du, das ist doch die Hupe von der Judischka. Ach, wie? Was? Kennst du doch ganz anders. Aber wo? Ich kenn sie doch. Natürlich. Los, schnell weg. Mensch, ich kann Quatsch. So, komm, Jo. Ja, ich komm ja. Sie sind ein Katastrophenanwalt. Seit Tagen sitze ich hier wegen einer Lappalie und Sie können mich nicht herausholen. Ja, wenn Sie sich mit Ihrem Temperament jeden Tag aufs Neue ungebührlich benehmen, Temperament zu haben, ist ja sehr schön, aber... Ach, was für Temperament, haben Sie kein Verständnis. Und Männer ohne Verständnis können mir gestohlen bleiben. Ich verbiete Ihnen, mit dem Mürsel in der Gegend herumzuschmeißen. Ein gar köstlicher Morgen, er lade zum Bade. Allein, ich muss etwas vorsichtig sein. Das sind doch keine Polarmenschen. Harry findet das ja herrlich. Mensch, das ist doch was Herrliches. Ihr seid ein paar müde Krieger. Au! Ah! Ah, herrlich. Und gar nicht so warm. Kommt doch rein! Nun ist er doch tatsächlich ins Wasser gegangen. Und das in seinem Alter. Hallo, ist es schön? Wie ist das Wasser? Frisch, aber herrlich. Ich verstehe. Ich verstehe euch gar nicht, dass ihr nicht reinkommt. Ich würde ja auch gern, aber ich habe ihn neulich mal in so einem submarinen Pfosten gestoßen und bin tagelang geschwollen einhergegangen. Da. Ihr seid ja dumm, dass ihr euch das entgehen lasst. Schmeißt mir mal mein Hemd her. Hier. So. Mensch, mein Hemd! Na, bravo. Mensch, du bist doch wahnsinnig. Na, jetzt hat er's gekriegt, jetzt hat er's. Ich habe selten einen Menschen so blöd lachen hören. Ich lache mich kaputt. Warum lachst du denn plötzlich? Das ist gar nicht mein Hemd. Mein? Sein. Sein. Das ist gut. Hat ihr ins Wasser geschmissen? Das finde ich gar nicht komisch. Das ist doch irrsinnig komisch. Du hast jetzt gesagt, wer meint. So ein Quatsch kann ich nicht haben. Der ist auch nicht zu genießen. Das ist doch Kaffee, Mensch. Will noch jemand von dem Kakao? Hä?
Messer! Raus da weg! Na Mensch, ziehen Sie denn den Frosch denn nicht? Tatsächlich, da kommt einer. Schneller weg aus dem Fahrwasser, ihr Knallköpfe, verdammt nochmal! Los, raus, da kommt euch doch ein Roller, wenn ihr nicht fahren könnt! Entschuldigt schon, dass so ein kleiner Finscher wie mir überhaupt die Stirn hat, hier rumzuschnippeln, nicht? Wir wollten, könnten wir auch schneller. Natürlich. Na, dann macht mal. Hoffen, du hast überhaupt nichts zu sagen, du Gartenzwerg. Wir müssen ja an unsere Bordwand. Ach, wir geben dich so an wie fundnackter Mücken. Los, Arbeiter. Mit euch hat man nichts wie Scherereien. Na, wartet. Der spinnt wohl, ne? Kohle haben wir selber genug. Aber die haben vielleicht keine Tomaten. Sei fleißig, Georg, und such nur die Faulen aus. Ja, wir haben ja nur Faule. Komm, jetzt ziehen. Komm! Hier, Nachschub. Lass das sein, du Lümmel, du! Wie sieht's denn hier aus? Die anderen auch. Sei ruhig, du hast angefangen. Geh und hol einen Lappen und mach das weg. So was müsste man an der Kette festlegen. Den Jungen schon wieder hin. Mach die Tür jetzt erstmal auf. Vorsichtig. So, komm her. Na, nun sei nicht so zugeknöpft, mein Junge. So, erstmal runter mit den nassen Sachen. So. Na komm. Na. Was ist? So. Dann dreh dich mal um. Komm, mach dich nicht so schwer, Kerl. Dollar Steuermann. Na, was ist? Bist du im Kopf aufgeschlagen? Hm? Das ist nur eine Beule. Komm, dann wach auf. Hm? So. Dann wird schon wieder. Tja. Aber die nassen Sachen müssen runter. Nein, das mache ich selber. Ich will ein Handtuch. Ist ja nicht böse gemeint. Ich wollte dir nur helfen. So, hier. Ich kann mich alleine, Frau Zierenhauer, ab. Ich hab's ja gut gemeint. Ganz böse. Na, wie geht's ihm? Was heißt ihm, du? Das ist ein Mädchen. Und was für eins? Was? Was? Mädchen? Aha. Was hast du mit ihr gemacht? Ich hab sie trocken gelegt. Und frottiert, hä? Kräftig frottiert. Mensch, ich guck mir den Vogel. Nee, komm du, die kann sich schon alleine helfen. Ich will einen Schnaps. Was? Sie will einen Schnaps. Wo ist denn die Bertha? Wer? Noch ein Mädchen? Unser Schiff? Ach so. Die ist schon lange weg. Na komm, ach. Setzen Sie sich erstmal. Hm? Schnaps will sie. Prost. So. Hm? Nur trinken Sie mal erstmal. Trinkt Schnaps. So was schmeißen Sie einfach über Bord. Ach, ich bin auf euren verdammten Tomaten ausgerutscht und in den Bach reingefallen. Dafür haben wir sie jetzt rausgefischt. Und jetzt ist alles wieder gut, ja. Großvater wird sich wundern. Was für ein Großvater? Er ist der Eigner von der Bertha und ich fahre als Steuermann bei ihm. Morgen nimmt er in Koblenz eine Ladung an Bord und wenn ich mit dem Zug fahre, kriege ich ihn noch. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie fahren doch mit uns, wir fahren sowieso Strom ab. Und für einen schiffbrüchigen Seemann haben wir immer Platz an Bord. Wie heißen Sie eigentlich, mein Kind? Betty Ackerburg. Sie sollen
Sie keine Sorge um Bethchen machen. Sie kommen morgen in Koblenz an Bord. Wieso in Koblenz? Ich denke die ganze Zeit, sie liegt in Alkohol und pennt. Ich auch. Drei Mann in einem Boot, die bleiben stets die Alten. Wir gehören doch zusammen wie die Wellen und der Wind. Und wir treiben wie die Wolken und wir bleiben wie wir sind. Ob mit Freude oder Not, wir drei Mann in einem Boot. Wir drei Mann in einem Boot. Kleines Schiff im großen Rhein, das unsere Sehnsucht stillt. Ja, denn endlich sind wir ganz allein, der Traum hat sich erfüllt. Wir machen nur, was uns gefällt und was das Herz begehrt. Wir pfeifen auf die ganze Welt, das ist die Reise wert. Zusammen wie die Wellen und der Wind. Und wir treiben wie die Wolken und wir bleiben wie wir sind. Ob mit Freude oder Not, wir drei Mann in einem Boot. Wir drei Mann in einem Boot. Es tut mir leid, Harry, dass Sie nicht in Ihrer Koje schlafen können. Und mir erst. Aber Ordnung muss sein. Schlafen Sie schön, bitte. Danke, Sie auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht doch. Gute Nacht. So, jetzt spart mal euren Atem. Jetzt stecken wir hier die Spriegel in die Ösen. Dann ziehen wir die Persenning drüber. Ist ganz einfach. Ah ja. Gib mal so ein Striezel her. Was ist das schon wieder? Ah! Entschuldige bitte. Konnte ich ja nicht wissen. Aber du hast ja noch ein Bein. Hallo! Hallo! Na, das ist doch Quatsch, was ihr macht! Was ist denn los? Was ist denn so rum? Das ist doch Blödsinn, das geht doch so rum! Ah, ja, das habe ich mir gleich gedacht. Das muss da rein. Na, hier und dies hier. Sag mal, Harry, so? Nein, mein Gott, Kinder, stell doch nicht so an. Andersrum. Die andere Seite. Was? Nicht! Was? So! Was? Au! Was macht schon wieder? Ah, vielleicht mit dem Schiff andersrum, ne? Was? Ja, ich zeige euch das jetzt. Ja, dann zeig dann zeig doch mal vorbei. Auf, ich gehe mal auf die andere Lass Seite. Doch, was denn? Ich habe nur was rumgegabt, ich habe noch nicht gesehen. Wir haben ja Zeit. Wir werden euch doch erklären. Das ist doch mal. Das passt ganz einfach. Sag mal, wollt ihr das ganze Schiff abwracken? Es ist weiter nichts. Ich habe mir nur ein bisschen wehgetan. Ich brauche ein Pflaster. Oh, zeigen Sie mal her. Das ist wirklich nicht der Rede wert. Und wie wäre es denn bei dieser Gelegenheit mit einem kleinen guten Nachtküsschen? Wie wäre es denn bei dieser Gelegenheit mit einem kleinen guten Nachtkinnhaken? Den hat er von mir auch bekommen. Danke vielmals. Aber Herr Kapitän, Sie wissen doch, wie wir Seeleute sind. Ich werde derweil ein bisschen in den Mond kommen. Sind Sie immer so, wenn einer Sie küssen will? Nicht immer. Schade, dass Sie morgen schon wieder bei uns abheuern. Vielleicht sehen wir uns zufällig einmal wieder. Wo der Rhein so lang ist. In Königswinter zum Beispiel, da nimmt die Bertha Ladung an Bord. Königswinter? Mhm. Ja, da wollte ich doch mein ganzes Leben schon hin. Wann ist denn das? Übermorgen. Gut. Also, gute Nacht, Bethchen. Und wo treffen wir uns da? Nee, ich war doch noch nie in Königswinter. Ja, auf den Rheinterrassen zum Beispiel. Okay. Träumen Sie was Schönes. Dazu habe ich keine Zeit. Ich muss schlafen. Raus. Gute Nacht. Gute Nacht. Hoppla. Thank you.
mehr. Ich muss mich langlegen. Du, ich weiß nicht, ob das das Richtige für dich ist. Das ist mir ganz egal. Bett ist Bett. So, pass auf, Jungs. Weiter, 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 geht doch. Steuerbord, wir Steuerbord. Ja, gut. Fertig, kommt jetzt. Na, wenn hier heute Nachmittag schon so ein Betrieb ist, das kann ja heute Abend nicht werden. Na, dann stecke ich mir Oropax in die Ohren. Na, kommt gut, Lena. So, gemütlich. Komm, wollen wir mal, ne? Guck mal, da sitzt Gretchen. Marianne, ahoi! Was sehen meine treuen Portweinaugen? Unser Steuermann. Das ist das erste Mal, dass ich einem Steuermann durch den Haarwuchs gefahren bin. Pass auf, die Auto. Nicht immer. Du, was hat dein Opa gesagt? Das kann ich in Herrengesellschaft nicht sagen. Was? Wie können Sie denn, das kann ich nicht sagen. Die Musik macht mich wahnsinnig. Und dabei weiß man auch nicht, bald sind Sie schon durch oder kommen Sie erst. Das ist doch egal, Mann. Hier, das erfrischt sehr. Ja. Wir treffen Papa auf jeden Fall in Amsterdam. Bei Van Weert auf der Versteigerung. Ach Gott, ich bin schon ganz konfus. Du kennst ihn doch. Er ist zwar ein großer Schussel, aber das Geld verdienen hat er noch nie vergessen. Ja, aber diese Musik macht mich wahnsinnig. Dagegen gibt's nur ein Mittel. Mitmachen. Komm, Mami, sei kein Frosch und zieh dich an. Na ja, also schön. Prost, ihr drei Süßwasserhaie. Prost, du schöne Winzerin. Die winzigen Weiber von Lustohr. Ach, die lustigen Weiber von Windohr. Komm, 18 Knöchelfern 34. Du hattest mich ja seine Musik, glaube ich, wirklich fertig. Ja, die hat so einen Bauer Altmund. Wo war das Singen? Oder Lied? Drei Mann in einem Boot. Was? Aber natürlich können wir das. Das versuchen wir. Klar, komm. Was mache ich dabei? Du gehst nachher sammeln. Also, na, komm. Also. Los! Ach, das machen die schon. Oh, hier. Los. Ja, keine falsche Scham. Lass mal, ich rede. Hallo. Siehst du, Mann, so gefällst du mir. Naja, es sind verrückte Ideen, in so ein Bumslokal zu gehen. Warum sollen wir es nicht auch amüsieren? Naja, also komm. Ein Mann in einem Boot, die fest zusammenhalten. Drei Mann in einem Boot, die bleiben stets die Alten. Wir gehören doch zusammen wie die Wellen und der Wind. Und wir treiben wie die Wolken und wir bleiben wie wir sind. Ob mit Freude oder Not, wir drei Mann in einem Boot. Wir drei Mann in einem Boot. Los, Harry, du jetzt. Ein kleines Schiff im großen Rhein, das unser Sehnsucht stillt. Ja, denn endlich sind wir ganz allein, der Traum hat sich erfüllt. Wir machen nur, was uns gefällt und was das Herz begehrt. Wir pfeifen auf die ganze Welt, das ist die Reise wert. Na, hier ist doch ein prima Tisch. Meine Alte ist da. Alte, komm. Mit Freude oder Not, wir drei Mann in einem Boot. Wir drei Mann in einem Nein. Ist ja keiner. Andere Seite. Ja. Ich sag mal, wo treibt ihr euch denn herum? Papi, guck mal, wer hier ist. Mein was? Hase aus dem Strandhotel. Meine Tochter ist dein Hase? Was? Und du hast die niedrige Stirn, dir von mir Tipps geben zu lassen, was? Red doch nicht lange, knall ihm ein paar. Ich kann doch nicht, das Boot lässt mich nicht los. Aber das habe ich nicht gewusst, Papst. Ach, es hat sich ausgepapst. Du, ich schwöre dir, er hat keine Ahnung gehabt, dass ich deine Tochter bin. Und ich nicht, dass diese Tipps von dir stammen. Aber beruhige dich. Ist er nicht 13? Auch wenn er ein bisschen doof aussieht. Komm,
Komm, sei nicht böse, Papa. Ich hab das nicht gewusst. Ja, ja, komm. Mach doch nicht. Also, ich halte mich raus. Ja, ja, bleib standhaft. Brauchen Sie das Boot noch? Nein, nein. Hallo, armer alter Vater. Mensch, Harry, das sind ja vielleicht ein paar Tiefschläge für mich. Meine Tochter verschaukelt mich und meine Frau sitzt dort im Garten mit gekränkter Oberlippe. So. Wir müssen weg, Harry. Nein, nein, nein. Ich habe Frage, wieso denn? Doch. Will ich mit Bete tanzen? Nein. Ja. Komm, mir wird schon was einfallen. Ja, denk nach, denk nach. Moment, no, Moment. No, no, no. Du, gibst hier irgendwo ein Telefon? Ja, was? Komm. Von Neute, bitte ans Telefon. Von Neute, bitte ans Telefon. Ja, hier. Wer ruft mich denn hier an? Jetzt lass mal die Stimme Ihres Herrn hören. Hier kennt mich doch niemand. Ja, hier spricht Frau Nolte. Ja, und hier spricht Herr Nolte. Sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Du fährst hinter mir her? Weißt du, Frau, wir kommen gar nicht zu schütteln. Woher weißt du denn, dass ich mit dem Kopf schüttle? Ach so, woher ich das weiß, dass du den Kopf schüttelst? Na, was sollst du denn sonst schütteln, nicht? Ich bin doch nicht ausgerissen. Du hast ja selbst gesagt, ich brauche nicht wiederkommen. Ich bin kein weißer Sklave. Ich bin ein freier Mann und tu, was ich will. Aber Papilein, du bist nur in schlechte Hände geraten, nicht? Ja, da müsstest du mal Frau von Bendorf hören, was die über diesen Harry denkt. Na, die ist nicht hier. Die hat in ihrem abgelaufenen Pass radiert, stell dir mal vor. Und zu dem Grenzbeamten hat sie gesagt, sie können mich... Nein, sie können mich nicht in die Tasche stecken. Ja, die haben sie gleich da behalten, ne? Wann kommst du denn wieder zu deinem Lottchen? Ich meine Carlotta. Aber natürlich komme ich wieder, Mausilein, nicht? Aber nur, wenn ich nicht nach deiner Pfeife tanzen muss und ein Bier trinken, ne? Und Schnaps, jawohl. Und hämmern. Und angeln. Ja. Was? War doch so was? Nee, also sonst war nichts, weißt du. Und jetzt Folgendes, zur Auktion gehe ich schon pünktlich hin. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, nicht? Ja. So, und jetzt geh mal schön ins Bettchen, deck dich ziemlich warm zu, nicht? Und nimm eine Tablette. Ja. Hallo? Ich soll ins Bett gehen und mich ziemlich warm zudecken. Oh. Na, der Georg, du hier. Ja, welch Zufall, nicht? Wir wollten gerade ein paar Schritte gehen. In den Wald, was? Ja, das könnte schon passen, was? Komm, Papa, sei nicht so ekelhaft. Bin ich dein Freund oder nicht? Ja, aber in erster Linie bist du ein Windhund. Deine Tricks bei den Mädchen kenne ich. Die habe ich von dir. Na schön, also ein bisschen könnt ihr tanzen, aber nur langsame Sachen. Ich pass auf, wie ein Turmfalke. Und bleib mir treu. Einzige Frau im Bach? Mhm. Muss ganz gemütlich sein auf so einem großen Kahn. Mhm. Kannst dir's ja mal ansehen. Was bietest du mir denn an? Ein Geneva. Mhm, Geneva habe ich auch sehr gern. Ich habe welches, aber sei leise. Komm. Was ist denn da los? Hallo, wer ist denn da? Ich bin's, Großvater. Ist schon in Ordnung. Ja, ja, ja. Nix mit dem Geneva. Die blöden Hunde kriegen wir einfach nicht zur Ruhe. So was Dummes. Das ist nicht nur komisch, das ist auch tragisch. Ist auch komisch. Oh, na komm. Hopp, noch. Wann sehen wir uns wieder? Vielleicht in Amsterdam? Okay, ihr könnt am Vorbörchball festmachen und dann rufst du mich im Hotel Delfin an. Kannst du dir das merken? Bestimmt. Kind,
Wir sind in Köln. Tja, was sagst du zu dem Käse? Tja, scheußlich, unmodern und kitschig, ne? Das kann man wohl sagen. Aber du kennst ja die Fritzen von Dentoplan. Ja, na, ich bewundere dich, wie du das getroffen hast. Wenn du mich fragst, du, das hat schon fast moderne Anklänge da. Nimm lieber das hier, das ist noch grauenvoller. Du hast recht. Ich werde mal unseren gramgebeugten Vater um Rat fragen. Tu das. Sag mal, Georg, warum willst du dir eigentlich nicht mal meine Entwürfe ansehen? Oh, du legst ja auch sonst keinen Wert auf meine Meinung. Naja, ich dachte, du bist doch schließlich Kunsthändler, ne? Ja, Kunsthändler, aber nicht Mädchenhändler. Na komm, spiel dir nicht den beleidigten patriarchen Papi. Du hast ihm doch selbst den Tipp gegeben, den alten Wachhund aufs Kreuz zu legen. Ja, ich hab doch nicht gewusst, dass ich der alte Wachhund bin, aber er hat's gewusst. Ich habe es nicht gewusst, verdammt nochmal. Ja, meine Tochter ist aber für so einen windigen Windhund wie dich viel zu schade. Ich ja sage, dass ich sie vielleicht heiraten werde? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe ja auch nur vielleicht gesagt, ne? Warum hat denn der Spitz in der vergangenen Nacht so einen Krach gemacht? Hm? Ach, da war so ein fremder Hund, der wollte wohl an Bord gehen. Muss ja ein ziemlich frecher Hund gewesen sein. Soll dich so einen fremden Hund mal in deiner Kammer erwischen, dann geh über Bord baden. Genauso wie du. Dass ich mal so gemütlich zu einer Auktion fahren würde, hätte ich auch nicht gedacht. Das verdanke ich nur euch. Na. Das verdankst du nur deiner Frau. Wenn die dich in Ruhe hätte angeln lassen... Na, du bist doch ganz ruhig. Du wärst doch überhaupt nicht weggekommen, wenn deine Jule nicht übergebührliche Ansprüche an dich gestellt hätte. Sehr richtig. Sehr richtig, mein Guter. Ich habe nämlich auch noch einen Beruf. Sei ganz beruhigt. Die haben sie jetzt bestimmt schon wieder freigelassen. Hoffentlich haben Sie dann Ihre Sinnenlust auf ein normales Maß reduziert. Hallo, Anni. Hallo. 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 Ah, ich hab hier. Harry, hey. Da hat einer angebissen. Hm? Was ist denn das? Ein Teekessel. Oh, das sehe ich. Warum fragst du mich dann? Das ist so lecker. Aber jetzt. Hm? Ja. Da unten scheint jemand zu wohnen. Ach, ich weiß, ich geb's auf. Ich esse sowieso nicht gern Fisch. Los, Jo, Mast runter. Ja, ja. Vorsicht! Der Mastkur kann man ja direkt abnehmen. Clean the fish. There you are. Thank you. Hallo, wir wollen hier anlegen. Kek, dich. Hier. Können Sie uns bitte helfen? Helfen! Bitte, seien Sie doch so freundlich, helfen! Ach, Mensch, das verstehen die wieder nicht. Nee, hier kann ich nie anlegen. Allein für unsere Mäse. I beg your pardon, Sir. Je veux du lec Annecy.
Compris? Hier kun je helemaal niet vastmaken. Hier komen alleen maar mensen van ons. Beetje akkerboom, he, Seth. Ja. Beetje akkerboom? Oui. Nou, dan is het goed. Kom maar. Ja, dit is de Hollanders, moet man kunnen. Wenn wir die niet hätten. Moment. Oh, wacht even. Ik houd je vast. Heb je die gekke kerel gezien? Kijk eens. Damit kann ein echtes Zirkus auftreten. Oh, sehr aufmerksam, Jo. Aua! Lieber Mensch. Ha, ist dann die Bertha in Amsterdam? Nee, aber die Bete. Mach's gut, Georg. So. Und ich bin wohl ein Hund. Was? So, wir beide suchen uns jetzt einen schönen Baum, nicht? Danke. Ich finde es ziemlich eigenartig, dass Harry heute Nacht einfach weggeblieben ist. Als er gestern kurz zurückgekommen ist und sich seinen besten Anzug angezogen hat, habe ich gleich gewusst, dass er nicht wiederkommt. Er ist ja schließlich mündig, nicht wahr? Ich habe auch andere Sorgen im Kopf. Für mich steht alles auf dem Spiel. Ich habe eine Menge Geld in den Bräugel stecken. Ich denke, es ist ein Renoir. Aber Mensch, das Kind hier. Seite 33, bitte. Hier, das ist der Renoir und das ist der Bräugel. Wenn der 90.000 Gulden brächte, wäre ich sehr froh. Wünsche ich dir viel Glück bei deiner Auktion. Ja. Ich werde mich so lange um deine Damen kümmern. Mit Verlaub. Mit wem? Ist so eine Kunstauktion eigentlich sehr aufregend? Nicht so aufregend wie du. Ja, hier, diesen Renoir, den möchte ich gerne kaufen und den Beugel hier möglichst günstig abstoßen. Na ja, wir müssen ja mal unseren Georg in seinem eigentlichen Element kennenlernen, ne? Na ja, so als Mutti hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Na, also als Steuermann, da bist du mir lieber. Du als Steuermann? Na, überall zu Wasser und zu Land. Wo stecken denn die Burschen? Die Damen sind vor einer Viertelstunde weggefahren, mein Herr. Ach so. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich eröffne die heutige Auktion. Bei größeren Objekten ist es üblich, durch einfaches Handhochheben um 5.000 Gulden zu erhöhen. Wir beginnen mit einem Rembrandt. Es liegt ein Angebot vor von 70.000 Gulden. 75.000 Gulden. Wer bietet mehr als 75.000 Gulden? 80.000 Gulden. Hallo, mein Herr. Ja? Gehört Ihnen das Schiff? Ja, mir auch und zwei Freunden von mir. Der Kai ist nur für Lastschiffe. Sie müssen Ihre Barkasse irgendwo anders hinlegen. Aber Peter Ackerbohm hat gesagt, wir dürfen. Ja, aber ich sage, Sie dürfen nicht. Na ja, da komme ich nachher wieder. Ich gehe schnell zur Kunstauktion und... Nein, Sie müssen die Barkasse verlegen. Ja, wo soll ich denn hinlegen? Das zal ik je nou gauw even uitleggen. Kijk eens, je gaat hier de gracht onderdoor. Dan neem je de eerste gracht aan je rechterhand. Aan het eind daarvan, 200 meter verder, tegenover een groot gebouw, rood, daar kun je rustig liggen. Ja? Aha. Ja. Katalog nummer 4, Peter Bruegel, ein kleines Bauernstück. Jetziger Besitzer Georg Nolte. Es liegt ein Angebot von 50.000 Gulden vor. 55.000, 60.000 Gulden. 60.000 zum ersten, 65.000 Gulden. Wo bleibt denn dieser Georg? Ach komm, wir wollen mal zu. 80.000 Gulden. 80.000. Niemand mehr als 80.000 Gulden? 85.000. Wer bietet mehr als 85.000 Gulden? 85.000. 90.000. 90.000 Gulden zum ersten. 90.000 Gulden zum zweiten. 95. Niemand mehr als 95.000 Gulden. 100.000 Gulden. 105.000. 110.000 Gulden. Will die sich die Börtschuh werfen? Für wen arbeiten die? Was die können, können sie schon lange. 115.000 Gulden. 120.000. Wer bietet mehr als 120.000? 125.000 Gulden zum ersten. Zum zweiten. 130.000. 135. 135.000 zum ersten. Zum zweiten. Zum dritten. An Sie. Darf ich um Ihren Namen bitten? Ja, bitte. Und ich denke die ganze Zeit, was ich der alte Harry für eine schicke Frau angelacht hat. Hey, du bist eine Sünde, wer? Es
ja auch. Ja. Aber du hast gesagt, so eine Auktion ist nicht aufregend. Nein, nein, ich habe gesagt, es ist nicht so aufregend wie du. Na, hör mal, wie das geht. Peng, peng, peng und schon ist man 90.000 Gulden los. Ja, so schnell kann man das Geld gar nicht verdienen, wie sie es einem hier wieder abnehmen. Sag mal, wo ist eigentlich der große Kunsthändler? Keine Ahnung. Habe ich auch noch nicht gesehen. Du, wir fahren mal im Büro, die werden ihn doch sicher kennen hier. Hallo, hallo, Sie zerkratzen mir ja die Reling. Ja, aber nee, Frau, wo soll ich denn sonst kratzen? Nicht? Die Dame erlaubt nicht, dass ich mich an ihr festhalte. Das muss an Ihnen liegen, die ist sonst gar nicht so. Das noch. Ja, ist denn niemand in dieser großen Stadt, der mir mal hilft? Doch, ich, Papa. Ich auch. Ich komme. Los, Papa. Ach, dich schickt der Himmel, mein Kind. Ich bin mit den Nerven und mit dem Bootshaken zusammengebrochen. Ach, die Herren sind sicher so freundlich und helfen. Ach, bitte, bitte. Ach, du bist doch, Fräulein. Na, doch nicht hier. Was soll ich auch tun, mein Herr? Da kommst du hier lang. Ich bin auch hier. Du kommst. Ich soll die Rolle anlegen. Du kommst nicht. So ratet. Ja, das wär's. Es ist kurz nach halb. Ich muss da sein, wenn Sie das Renoir versteigern. Mach keinen Fehltritt, Georg. Auguste Renoir. Dame mit Hund. Es liegt ein Angebot von 70.000 Gulden vor. 70.000 Gulden bietet jemand mehr als 70.000. 75.000 Gulden. 80.000 Gulden. 85.000. 85.000. Es geht schon wieder los. Die drei spielen wieder zusammen. Diesmal haben sie scheinbar das Interesse, den Preis hochzutreiben, um uns dann sitzen zu lassen. Da machen wir nicht mit. Kein Angebot mehr. Einverstanden. Zum ersten bietet niemand mehr? Sagen Sie, ich habe eine dumme Frage. Ja? Woher weiß der Auktionator eigentlich das und wie viel ein Interessent höher bietet? Lassen Sie Ihre dumme Witze. Das war ja auch nur eine Frage. Ich gebe meine Hand drauf, ich habe keine Ahnung davon. 90.000 Gulden! Entschuldigen Sie bitte vielmals, aber ich bin nur zufällig hier reingeraten. 90.000! Ich erwarte nämlich jemanden. Zum Ersten? Verzeihen Sie, haben Sie mal Feier? Entschuldigen. Und zum Dritten? Das haben Sie raffiniert gemacht, Monsieur. Wieso? Für wen arbeiten Sie? Ich? Für die Firma Berg und Sommer. Bitte, mein Herr, darf ich Sie um Ihren Namen und um Ihre Firma fragen? Ja, gern. Also Jo Sommer von der Firma Berg und Sommer. Werbevertretung. Sommer? Werbevertretung? Ja. Gratuliere zu dem Kauf, mein Herr. Sie haben großes Glück gehabt, dass keiner höher geboten hat. Darf ich Sie bitte zur Verrechnung ins Büro bemühen? Moment, da ist... Da muss ein Missverständnis vorliegen. Was für ein Kauf. Bitte? Guten Tag, Herr Neusche. Wenn Sie wegen des Renoir so rennen, der ist verkauft. Spurbillig. An einen ganz ausgekochten Jungen. Das wäre das Geschäft meines Lebens gewesen. Ich habe dir extra gesagt, seid pünktlich auf der Auktion. Ach, hör doch auf. Ach, ist doch. Hallo. Wo steckst du denn, Mann? Was ich alles durchmachen musste. No. Ja, der Renoir ist auch weg. Aber das ist noch gar nichts. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ihm mein Bild gekauft und dafür soll ich 90.000 Gulden hinblättern. Das da. Was? 90.000 Gulden für so ein kleines Bild? Dafür kriegt man ja nur 100 Tonnen, Karl. Das ist er ja. Wer? Der Renoir. Dein Renoir, Mensch. Da siehst du doch mal, was für ein cleverer Junge das ist. Du warst nicht da. Er ran wie ein ausgekochter Pferdehändler. Blöfft die Leute mit seinem dummen Gesicht im richtigen Augenblick die Finger hoch. Schon hat er den Zuschlag. Mensch, Jo, sowas brauche ich für mein Geschäft. Und ich habe immer gedacht, du kannst den Rembrandt von einem Weinbrand nicht unterscheiden. So, Papa, nun lass mich mal ran. Aber nicht so lange. Oh. Genug? Mama, das ist Jo. Meine Verehrung. Das übersteigt alles mein Fassungsvermögen. Ja, das glaube ich. Siehst du, Georg, wenn du nicht dabei bist, machst du die größten Geschäfte. Du, dein Bräugler war hochgesteigert bis in den Himmel. Ein ganz großer Otto für dich. Den Renoir habe ich dir doch spottbillig abgeschossen. Na, ihr seid vielleicht ein paar zwei. Mottchen, hör mal. Carlotta, bitte. Ja, ja, schon. Das ist Harry. Das ist Harry. Ach, so sehen Sie aus. Hm? Ich kann gar nicht verstehen, dass Frau von Wien doch so verrückt nach Ihnen ist. Wenn Sie mich fragen, ich eigentlich auch nicht. Salut, Madame. Ich freue mich, dass es mir nun doch gelungen ist, alles für Sie zu regeln. Merci vielmals, lieber Flüeli. Noch immer Katastrophenanwalt? Sie sind ein Traum von einem Anwalt. Nur von einem Anwalt? Auch von einem Mann. Ich habe mir erlaubt, ein Detektivbüro zu beauftragen, die Adresse von diesem Harry Berg festzustellen. Da ist die Adresse. Nicht mehr notwendig.
Wo fahren wir hin? Ich habe ein Chalet in der Nähe, aber ich weiß nicht, ob... Für einen Schweizer gehen Sie aber ganz schön ran. Wenn uns das Temperament packt, dann geht es presto, presto. Also presto, presto. Was machst du denn hier? Willst du das Schiff in Brand setzen? Nee, ich brate Koteletts. Das sind doch keine Koteletts. Das sind Briketts. Aber Lottchen, das aber auch. Was passiert? Hallo, ist was passiert? Jordan! Verzeihung! Schade, das war so unerhört. Das Seil ist doch gerissen! Hallo, Jo! Auch das noch, wirklich. Geh doch mal weg. Drück mal. Was ist denn jetzt wieder los? Lass mich mal, Moment. Du? Na also. Gib mal her. Ja. Erst alle loswerden.